Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Surge. Oh, ich war übrigens nicht mehr im, nee, ich habe mich nicht mehr heilt. Ich habe mich nicht mehr geheilt. Ja, wir sind auf der Vorstandsebene und wir sehen aus wie ein Security-Mann. Komplett in Security-Rüstung Mark 3 mit Waffe Mark 3. Saugeil und sorry für das Gedrehe. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Dieser Bereich ist ausschließlich dem Werksschutz vorbehalten. Okay. Bist du befugt, dich in diesem Sektor aufzuhalten? Ich hätte jetzt gedacht, ist ausschließlich dem Werksschutz da bei dem Tor passiert jetzt was, aber cool. Okay, siehst du. Ich wusste, du schaffst es. Ich wusste es. Echelon 9. Warren? Sie spielt noch eine Rolle, habe ich das Gefühl. Noch eine höhere Rolle, als sie gerade preisgibt. Ihr traue ich nicht ganz. Ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. Die Vorstandsebene muss gleich um die Ecke sein. Bitte sei vorsichtig. Du bist jetzt so nah dran. Das Wichtigste ist, dass du dich frei bewegen kannst, sonst kommst du nicht weit. Mhm. Du wirst irgendeine Art von Autorisierung brauchen. Vielleicht einen Berechtigungscode oder einen geborgten Ausweis. Unser Primärziel ist der Vorstand. Wir müssen ihn finden. Und bitte, geh keine unnötigen Risiken ein. Die sind doch eh schon tot. Ich will dich nicht verlieren. Nicht jetzt. Ich denke, ich habe mich an dich gewöhnt. Das ist ja nett. Wo steckst du? Du hast gesagt, du sitzt auf der Vorstandsebene fest. Ich bin hier. Wenn du die Sperre aufhebst, sollten sich alle Türen öffnen. Oh oh, das heißt, wir sterben? Uns im Konferenzraum, sobald du die Firewall abgeschaltet hast. Wir beenden diesen Albtraum, Warren. Ein für alle Mal. Wo kann ich den Vorstand finden? Was glaubst du? Im Konferenzraum. Wirklich, all die Zeit? Danach fragen? Hallo? Das 92 Stunden? Die sitzen seit 4 Tagen da rum? Also jetzt wahrscheinlich schon 5-6 Tagen. Ja gut, wir waren nicht einmal auf dem Klo da währenddessen, ne? Läuft. Ich hoffe, unser Exoskelett kümmert sich auch darum. Ja, aber die Rüstung sieht schon besser aus hier mit der Stabilität in sich. Was weißt du über diesen Sektor? Irgendwas, das ich auch wissen sollte? Ich fand ihn immer aufregend. Das Herz von Creo. Die Entscheidungen, die hier gemacht werden, verändern die Welt. Zum Guten und oder zum Schlechten. Wir können hier Hilfe finden, Warren. Das weiß ich. Denke, ich sollte dann los. Bitte gib auf dich acht. Wir sind so nah dran. Okay. We will see, we will see. So, erstmal wieder alles unser Zeug da verstaut. Dann können wir hier noch was machen. Ich glaube nicht. Also, ich glaube, ich will jetzt gerade nichts machen. Ich könnte noch das Ding basteln, aber nur in MK3-Form. Und das will ich eigentlich nicht. Und da bräuchte ich vor allem 2 von. Und aber das. Ich könnte es ausprobieren. Ich will. Ja, ich will wissen. Das war jetzt nur eines. Ich könnte noch eins machen, aber noch nicht. Doch, obwohl, wahrscheinlich schon. Warte mal. Ich will wissen, was der Set-Bonus ist, Leute. Dafür ist das LP für mich auch da. Komm, weg mit dem Shit. Ist ja wurscht. Wir können es ja glücklicherweise einlagern. Ich spare mir es nur immer gerne auf, für den Moment, wenn ich es wirklich brauche. Ah, scheiße. Es reicht nicht, ne? Dammit. Für den Moment, wenn ich es wirklich brauche, wollte ich sagen. Was ist das hier? Kryokammern oder so? Auffälliges Verhalten sollte stets euren Vorgesetzten gemeldet werden. Ja, Stasi läuft. Security Area. Autorisierung nicht erkannt. Sicherheitsmaßnahmen aktiv, bis die Gefahr vorüber ist. Aua. Erhöhte Bedrohungslage. Einlass vorübergehend verwehrt. Au, 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 au. Sicherheitsmaßnahmen aktiv, bis die Gefahr vorüber okay. ist. Puh. Ich muss mich gerade echt konzentrieren, Leute. Benötigst du Unterstützung? Okay. Haben wir erledigt. Sicherheitsmaßnahmen sind aktiv, ich weiß. Dankeschön. Panoptikon. Panoptikon? Alles sehend heißt das. Pan ist überall oder sowas oder so, ne? Durch alles durch und Optikon ist sehen. Das. War das nicht mal ein Wunder in Civilization? Ah, das Panoptikon. Also die Überwachungsebene praktisch. Da oben steht einer. Ist das Irina? Wenn das Irina ist, dann ist das ja lustig. Ja, ich schätze mal, da muss ich gleich weiter. Wieder mit dem Robo spielen. Ich habe nicht mehr meinen coolen Angriff. Ich bin gespannt, wie das wird.
Aua, aua, aua. Sei nicht böse zu mir, ja? Hat nicht gereicht, schade. Ich dachte, ich krieg's hin. Ich finde die Finisher mittlerweile gar nicht mehr so gut, einfach weil man während man das X drückt. Oh ja. Ganz einfach angegriffen werden kann. Du hast ja gar nichts. Was bist du denn? Ich meine, von dir kann ich immerhin noch deine Waffe bekommen. Außer man schlägt halt immer weiter, kann man halt dann immer noch gut angegriffen werden. Oh ja, ich habe nur noch 12. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen was. Wow, schaut euch das an, wie cool, ey. Und die beobachten mich. Wer ist die Schwarze dort? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist das hier? Nee, das ist noch nicht Irina. Das war eine andere. Die kennen wir aber. Ah, das war das nicht Frau Doktor? Das könnte sein. Aber es ist schon komisch, dass die gute Frau Doktor eigentlich schon seit Jahren gefeuert ist. Und trotzdem hier rumlungert. Komm ich da durch? Ich wollte das sagen. Okay, da kriege ich einen Exit. Es gibt jetzt wieder einige Wege, die wir gehen können. Ich weiß nicht, welcher gut ist. Weil UTP-01 ist rebooting. Hm. Hier geht's auch lang. Da geht's zu einem Aufzug, aber den werde ich erst später bekommen wahrscheinlich. Ich gehe trotzdem mal runter gucken. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Fangen wir oben an. Oh! Not again. Das hat übrigens sehr weh getan. Das hat sehr, 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 sehr weh getan. Okay. Da ist der Aufzug. Großer Schrotthaufen, das ist sehr gut, da gibt's viel Zeug. Oh nein, 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 nein. Oh shit. Verstanden. Was? Korrekt. Das Netzwerk ist immer noch offline. Oh Kacke, was seid ihr denn? Das heißt keine internen Sensoren oder Black Kameras. Cerberus. Aber wir haben hier eine Spannungsspitze bei einem der Personenaufzüge. Das heißt, wir haben einen Eindringling auf diesem Stockwerk. Ich will sofort zusätzliche Kräfte vor dem Konferenzraum. Hm. Nichts und niemand kommt durch. Das ist der Konferenzraum dort? In der Zwischenzeit geht ihr zwei und checkt den Bereich um den Aufzug. Ich geh da nicht runter. Die Koordinaten wurden bereits gesendet. Keine Spielchen, keine Warnung. Wie will ich die denn schaffen? Unbefugtes Personal wird sofort ausgeschaltet. Ich hab keinen Sicherheitscode. Zugangsberechtigung erforderlich. Ausrücken. Wie soll ich die denn schaffen? Ja, okay, wenn ihr euch aufteilt, dann vielleicht. Okay, das ist schon mal gut. Okay. Ah, man kann die angreifen. Ich glaube, ich habe dazu einen Screenshot auf Twitter gesehen. Oh nein, was ist das denn da? Oh Gott, der Typ hat einen Hammer. Man kann die auch alle gleichzeitig angreifen, wenn man schnell genug da runter geht. Aber ja, bin ich bescheuert? Ich hoffe, dafür gibt es kein Achievement, lass weil dann können die 100%... Lassen und ruhig mitkommen. 100% sein oder lassen. Oder lass es. Mir ist es gleich. Was bist du, ey? Ich will deinen Hammer oder was auch immer du da hast. Oh. Du kommst... Oh, du bist ein Boss? Du bist der Boss von vorhin, nur in wirklich Boss. Oh nein, was machst du jetzt? Au. Ja, das war schön. Jetzt haut er ab. Oh toll, jetzt holt er Verstärkung. Oh, ja, jetzt kommt noch ein Pax. Ja, klar. Ja, machen wir mal einen Boss, ne? Läuft. Geil. Aua. Tot. Ja, das machen wir dann andermal. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Weil, hallo? Kommt da auf einmal der Pax Imperator nochmal dazu? Moin. Das sieht aus wie der Endboss, oder? Könnte gut sogar sein. Ja, dann wissen wir, wo wir jetzt nicht lang gehen sollten. Sei vorsichtig da draußen. Das bisschen Altmetall hat verloren. Das ist ja nicht so wild. Da komme ich noch nicht durch. Hier oben müssen wir die Typen rumlaufen, die so assi sind. Aua, das war dumm. Ah. Abgeschnitten, mein Freund.
So, Black Cerberus Hauptmann muss ich dann wahrscheinlich besiegen, wie es scheint. Du hast diesmal ein bisschen mehr an. Scheiße. Es war glücklich, dass er mich nicht angegriffen hat. Das hätte mir ja wehtun können. Oh, du bist ja auch da. Really? Instant gestunt, tot? Wollt ihr mich verarschen? Scheiß blöden Gegner manchmal, ey. Alter. Aber den Boss mache ich nicht nochmal erstmal. Nee, 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 Leute. Wir müssen das erst umgucken. Wir müssen das erst ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Wissen, was hier so abgeht in dem Gebiet und so. Sei machtsam. Sei sicher. Ja, halt die Schnauze. Das ging schnell. Oh nein. Aua. Ja, guck mal. Ich war noch mit dem anderen dran, Mensch. Lass mich doch mit dir spielen, wenn ich fertig bin. So. Einfach in einem Rutsch, damit er gar nichts machen kann, der Drecksack. Ach, da ist ja noch einer. Eben waren da nur zwei. Ich will mich ja nicht beschweren, aber da waren nur... Aua, zwei. Okay, ich kann immer noch die bessere Variante ausrüsten, weil ich zu wenig Kerne habe. So, gehen wir jetzt mal hier lang. Dann gehen wir unten lang, wo der Robo auf mich wartet. Da habe ich nämlich echt keinen Bock. Wetten, dass hier auch gleich kommt. Oh, ja, da ist er nämlich. Oder noch ein anderer. Das dauert viel zu lange, dieser Angriff. Way too risky, Mann. Ich wieder nicht durchkomme, ey. Da geht's lang. Wir haben übrigens auch noch Stellen gar nicht besuchen können, ne? Diese Schlampe wollte mich umbringen, ich weiß es. Das ist das nicht, das ist doch Irina. Nee, das ist wieder die andere. Hat gesagt, es gäbe keinen anderen Weg. Toll. Sicher. Really, ich muss den Boss machen? Eine gute Option gewesen. Sogar der Haupteingang war weniger bewacht. Scheiße. Ich bin fast draufgegangen wegen ihr. Ich bin so dämlich, all mein Vertrauen in sie zu setzen. Ja, dann müssen wir den Boss jetzt machen, läuft. Weil was bleibt mir? Oh! Arsenal. Jetzt brenne ich so ein bisschen, ist cool. Ist cool. Hier ging es auch noch lang. Vielleicht gibt es hier einen besseren Weg. Nope. Exolift ist außer Betrieb. Scheiße. Das heißt, wir müssen jetzt echt diesen blöden Boss machen? Der war jetzt nicht wirklich cool. Außerdem sind diese blöden Viecher dazwischen. Mag ich auch nicht. Scheiße. Ja gut, der war eigentlich cool, der Boss doch. Da steht noch ein Pax, ne? Scheiße. Wie der Feigling sich dann voll verzieht. Ist echt übel. Ja, wieder noch ein Pax steht. Moin. Ist ja cool. What the fuck? Und guck mal, wie viel er mir abgezogen hat, der Sack, ey. Ich weiß nicht, wie man dem entkommt übrigens, was er da gerade gemacht hat. Ah, so entkommt man dem. Ah! Ey, ich hasse solche Insta-Kills, Leute. Ich hasse es einfach. Und das ist ein definitiver Insta-Kill. Du wirst gestunt und bist einfach tot, weil er dich mit dem zweiten Schlag tötet. Und du kannst ja nichts machen, du bist ja gestunt. Ich hasse sowas bei einem Boss, Leute. Das kann nicht sein, Deck 13. Was soll denn das? Macht so ein gutes Spiel, weißt du? Und dann macht er so Instant-Kill-Scheiße da rein. Zu diesem Sektor könnt dieser Bereich ist ausschließlich dem Werksschutz. Ach, und den Scheiß muss ich ja auch immer wieder machen, ne? Die Affen hier. Aua. Ach, scheiße, da war ich jetzt voll down. Was Ausdauer anging. Bessere Ausdauerregeneration, my ass, Junge. Der hat gute Ausdauerregeneration, du nicht. Was dumm ist, das hier ist ja auch nur ein Short, kein wirklicher Shortcut, aber das ist nur ein anderer, so ein kleiner Rundgang, der da hinten rum ist.
nein, das war... Ich sollte nicht angreifen, wenn er abwehrt, ey. Das ist sehr dumm. Hat er dasselbe Glück wie ich, wenn er dann so ein Abwehrgedöns reinbekommt. Und kriegt ein paar Instant-Hits rein. Ein paar Easy-Hits, komm schon. So. Gar nicht lang rumgeschwuggelt hier. Okay, alles was geht ist hier oben. Scheiße. Wir müssen echt immer zu diesem blöden Boss. Das finde ich voll doof, Leute. Das finde ich voll doof. Ich will nicht zu diesem Boss. Der ist fies. Habt ihr gesehen? Beim ersten Mal habe ich den gut in Schach gehalten. Beim zweiten Mal ging gar nichts. Ist so typisch, ey. Aua. Das tat übrigens auch noch sau weh. Okay. Waffenfertigkeit erhöht. Das ist super. 101 Schaden. Das ist geil. Sollte ich einfach eine schnellere Waffe für den Typen nehmen, aber ich meine, ich habe keine Waffenfähigkeit bei dem anderen Mist. Außerdem war die schnellere Waffe nicht das Problem. Das Problem war, dass er mir einfach Instant-Kills reinkloppt. Aber ich kann sicher auch seine Rüstung bekommen. Au! Ah! Er hat mich schon wieder getötet, die dumme Sau! Was soll denn das? Der Kampf dauert keine 30 Sekunden und ich bin tot. Was ist das denn bitte für ein Kampf, ey? Und dann kommt natürlich dazwischen noch ein richtiger Boss. Das Dumme ist... Oh Gott, wenn nochmal eine Big Sister kommt, ne, dann schrei ich. Sei aufmerksam. Aber wo soll die denn bitte sei hier reinpassen? Hallo. Halt die Schnauze. Gibt es nicht hier einen Shortcut zu dem blöden Boss? Ich mag das nicht, wenn es keinen Shortcut direkt zum Boss gibt, Leute. Und das muss ich nur machen, damit ich Sicherheits-Credentials bekomme, ne? Nur dafür muss ich den Boss jetzt killen. Das ist so doof. Und dann gibt es hierfür noch was Richtiges. Aua, was ich gebrauchen kann. Aua. Jetzt bin ich zu ungeduldig. Und dafür kostet es mich ziemlich. Jetzt hat er mich abgewehrt. Flieg. Flieg und Sieg. Awesome. So, nächster Flieg und Sieger. Du bist dead. Ich könnte ewig Waffen farmen, ey, aber... Why? Das Dumme ist, jetzt habe ich eine Heilung weniger, aber das Dumme ist... Das andere Dumme daran ist, es macht keinen Unterschied, weil ich einfach nicht zum Heilen komme. Au. 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 Bescheuert. Äbtissin. Scheiß blöden Gegner. Deswegen mag ich das nicht, wenn da Gegner zwischen sind, zwischen mir und dem Boss. Ich will mich an den Boss anpassen und nicht an die scheiß Gegner dazwischen. Das ist voll doof. So, geh da runter. Ich kann auch springen. Easier. Ich habe übrigens eben nicht meine Seelen geholt oder mein Altmetall. Nein! Guck dir das an, was der mich weghaut! Mit der wahren Instant-Freude, ey. So eine scheiß Kombos auch noch. Wirklich? Oh, wie geil, man kann ihn backstabben. Okay, Backstab ist geil. Aber das ist zu gefährlich bei dem Typen, ne? Vor allem wegen diesem scheiß Stun, den er immer macht. Aua! Mit dem What? Ich hasse One-Hits bei einem Boss und der hat ja nur solche. Was ist denn das? Ich will jetzt ein bisschen Spaß mit dem Boss haben und nicht so eine Scheiße dauern, dass ich ge-One-Hitted werde, weil das macht keinen Spaß, das ist doof. Ganz ehrlich, One-Hits sind doof. Weil da brauche ich nicht spielen, da kann ich auch gleich aufgeben. Ach ja, jetzt kommen sie zu zweit. Nö, ist doch nicht schee, ihr Freunde, ey. Ja, kannst du gleich vergessen. Scheiß auf mein Altmetall, weil pff, ist vorbei. Das war jetzt nicht absichtlich, aber du hast keine Chance gegen zwei. Das ist hier in diesem Spiel einfach so. Du hast keine Chance. Da hast ja in Dark Souls mehr Chance, wenn mehrere kommen. Ich meine, musst du auch, weil das ist ja nur noch Fratzengeballer gewesen in letzter Zeit.
Bei unbefugtem Zutritt zu diesem Sektor. Ja, der Boss wird sich noch eine Weile hinziehen, Leute. Läuft. Komm jetzt hier hin, du Affe. Ihr geht mir so auf den Zwirn mit eurem Instant Damage, Leute. Sowas von auf den Zwirn. Gut, jetzt warst du sogar zu dumm, um deinen Scheißer noch zu nutzen, Blödmann. Das war ein Block. Ich will auch blocken. So, zermatscht, Freund. Zermatscht, sag ich dir. Und weggeschnetzelt. So ist. Oh, und über Blut hingesplattert. Ihr Schweine, ey. Euch kann man auch nichts Gutes antun. Ich probiere den Boss jetzt nur noch einmal, glaube ich, weil. Ich meine, ich habe ja nicht wirklich Möglichkeiten, den zu probieren, wie ich gerade sehe, weil der mich einfach nach zwei Schlägen tötet. Und das passiert sehr schnell. Aua. Einfach wegpowern und dann ist gut. Gibt's hier vielleicht noch was? Nö. Nö, nö, nö. Wieso muss ich direkt jetzt schon wieder bei so einem blöden Boss sein? Eigentlich ist ein cooler Boss. Was? Jetzt sind das noch mehr Packs? Eben war da nur einer, jetzt sind da schon zwei? Heißt das jedes Mal, wenn ich sterbe, wird das Ding hier schlimmer? Das wäre schön. Dann wäre wirklich bei Dark Souls Kacke hier. Scheiße, das war Glück. Weil jetzt hat er mich jetzt gekillt. Aber der Kampf macht voll Bock, wenn man mal nicht getroffen wird. Oh nein. Okay, cool, er hat mich nicht umgeworfen. Sehr schön. So, jetzt kommt der Pax Imperator und für den haben wir was Besseres dabei. Obwohl, ich bräuchte eigentlich mal eine schnellere Waffe, ne? Versuchen wir es mal mit der da. Da wieder ab. Warum macht er keine Töne? Ah, jetzt besser. Oh Gott. Uhuhu. Aua. Ey, wenn jetzt alle Bosse nochmal kommen, dann kotze ich ehrlich. Das ist okay. Solange ich vorher bei dir bin. Das ist nicht maximales Strafmaß, weil ich es kenne. Warte mal, wir brauchen mal ein bisschen Musik. Es tut mir leid, dass ich dich aus dem Zeug rausnehme. Ich hole mich ja auch dabei raus. Ich hoffe, hier ist ein bisschen Musik dabei. Ja, guck mal, hier ist ein bisschen Musik. Au, 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 au! Warte mal. Das ist aber nicht nett. Trampel-Heini. Okay, haut wieder ab. Okay, also schnellere Waffen bringen's. Ich kann nur keinen Schaden machen gerade, weil ich... Er macht halt keine Raketen, wie er soll. Jetzt macht er Raketen. Ne, macht er nicht. Er hat mich einfach so getötet. Das war buggy. Er hätte Raketen machen sollen. Ich habe das mit dem Strafmaß und sowas. Er hat aber keine Raketen gemacht. Und weil er keine Raketen gemacht hat, konnte ich nicht besiegen. Das war doof. Das war richtig doof. Aber wenn dann noch der andere Boss kommt, ne? Alter. Dann ist das Spiel hier richtig Arsch. Ist nicht nur krank, es ist auch Arsch. Weil der andere Boss war echt heftig. Und viel zu heftig, um nochmal so einfach so mal eben so rauszuhauen. Der Pax geht. Der Pax ist ein Boss, den kann man mal machen, so. Das ist kein Problem, aber
Aber nicht den anderen, nicht den Firebug. Au, was? Arsch, du Mieses. Weg mit dir. Mit deinem Kopf. Off with his head. Na komm, machst du was? Ich kann auch was machen. Ich kann sogar sehr coolen Kram machen. Guck mal, ich kann dir den Brust aufschlitzen. Ich kann auch noch andere Sachen aufschlitzen, wenn ich es brauche. Ein bisschen halbiert, arme Sau. Tut mir auch voll leid und so. A little at least. Das war dumm. Und tot. Gut. Läuft. Wir haben noch ein bisschen Schrotthaufen aus Metall. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich hier farmen kann. Irgendwas. Einmal probieren wir noch. Der Boss reizt mich. Der ist geil. Aber der ist auch ziemlich Arsch, weil... Ich meine, gerade wenn Pax ein bisschen rumspackt, ne? Gerade wenn Pax ein bisschen rumspackt, ist der Boss ziemlich Arsch. Ich finde es halt schade, dass ich so schnell zum Boss muss. Das ist voll doof. Und vor allem ohne Abkürzung. Finde ich auch doof. So, mal gucken, ob ich wieder so schnell abschnetzelt, der Drecksack. Oh Gott. Ja, tot. Yay, Altmetall wieder erlangt. Toll, dankeschön, Spiel. Der ist echt heftig, der Typ, ey. Aber ich habe auch selber einen Fehler gemacht. Ich darf keine Combo machen. Rein, schlagen, raus. Das ist... That's what she said. Ja, Leute, den Boss probieren wir beim nächsten Mal... Oh, weiter. Warte mal. Ja, Skolid kommt. Nein, 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 nein. Den Boss probieren wir beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr seid wieder fit von der Partie, wenn es wieder heißt Let's Play The Surge. Bis dann, Leute. Tschüss.